Die Infoveranstaltung zum Handelsfachwirt mit IHK-Abschluss am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr in der Konrad-Zuse-Akademie, Schulstraße 15 in Hoyerswerda. Auf zur Natur mit der Hoyerswerda-Genossenschaft Lebensräume. Eine Fahrt am 26. März in die böhmische Schweiz. Mit Panoramafahrt durch das Oberlausitzer Bergland, mit Wanderung und Mittagessen, ganztägiger Reisebegleitung und Kaffeetrinken in der berühmten Glasbläserei Aieto in Novi Bor. Ein Angebot nicht nur für Genossenschafter. Noch sind Plätze frei. Anmeldungen am Empfang der Lebensräume in der Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Auf Natur am 26. März mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 11. März. Denkanstöße für die großen Aufgaben der nächsten Jahre geben. Das will die Denkfabrik der sächsischen CDU. Gestern Abend fand sie zum 10. Mal statt und das mit prominenter Unterstützung. Bundeskanzlerin Angela Merkel kam dafür nach Dresden. Bundeskanzlerin Angela Merkel schaufelte sich am Montag den Terminkalender frei, um zum 10. Jubiläum der Denkfabrik Sachsen ihre Ideen beizusteuern. Als Hauptrednerin wurde sie auf den Dresdner Flughafen eingeflogen, um Denkanstöße für Lösungen von Zukunftsfragen im Freistaat zu geben. Unter anderem empfahl die Kanzlerin einen besonnenen Umstieg auf die erneuerbaren Energien. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann nicht darin münden, dass wir alle klassischen Energieträger mit einem Male ausschalten. Deshalb wird die Kohle und deshalb wird das Gas auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Sicherlich mit abnehmenden Bestandteilen auf der Zeitachse. Aber es muss gewährleistet sein, dass hier der Übergang vernünftig gestaltet wird. Greenpeace-Aktivisten vor dem Haupteingang des Flughafens hatten zu diesem Thema auch ein paar Denkanstöße parat. Letzte Woche hat das Innenministerium den Raumordnungsplan genehmigt, das ermöglicht, dass halt weitere Braunkohletagebaue in Nochten, dass es weiter ein neuer Tagebau eröffnet werden kann. Und das ist natürlich komplett kontraproduktiv für die Energiewende auf Landes- oder auf Bundesebene. Und darauf wollen wir auch aufmerksam machen. Die Veranstaltung, welche unter dem Thema Ressourcen, die unser Leben ausmachen, stand, fand auch Resonanz bei anderen Parteien. Zum Beispiel mischte sich die Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petri, unter die ca. 1000 Besucher. Nach der Rede von Angela Merkel machte Ministerpräsident Tillich deutlich, wo nun die Hauptaufgaben liegen. Wir brauchen moderne Technologien, wir brauchen aber gut ausgebildete Leute und wir brauchen natürlich auch Ideen, wie wir zum Beispiel Menschen helfen, die seit Jahren schon nicht mehr im Arbeitsprozess stehen. Das ist eine wichtige Ressource, die es noch gilt zu heben, damit sie letztendlich auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Einerseits dem Unternehmen, aber andererseits natürlich auch das eigene Einkommen erwirtschaften können. Am Ende des Abends hatten die Besucher unterschiedliche Meinungen über den Besuch von Angela Merkel und die Inhalte der Veranstaltung. Die Frau Merkel ist auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Sie kann sehr gut reagieren und hat sich mit dem Problem wohl im Vorfeld sehr gut beschäftigt. Keine besondere Rednerin. Hat mir insgesamt nicht gefallen. Sie ist eine extrem pragmatische, sachorientierte Politikerin. Fachkräftemangel kann auch beantwortet werden durch eine Verringerung der Arbeitslosenzahlen bei Menschen mit Behinderung. Ist viel zu tun, hat mir heute Abend komplett gefehlt. Hat mir gut gefallen. Alle wichtigen Probleme hast du angesprochen, die mich auch bewegen. Möglicherweise kann man im nächsten Jahr noch das interaktiver gestalten, um das wirklich noch mehr zur Denkfabrik zu machen und weniger zur Vortragsfabrik. Lob und Kritik lagen in diesem Jahr bei der Denkfabrik nah beieinander. Das schafft Platz für Verbesserungen im nächsten Jahr. Diese Woche kommt in Dresden der Sächsische Landtag zusammen. Welche Themen auf der Tagesordnung stehen, fragen wir nach bei Landtagspräsident Matthias Rösler. Herr Rösler, was wird am Mittwoch debattiert? Guten Abend, Frau Wöllner. Die 92. Sitzung des Sächsischen Landtags am Mittwoch beginnt mit einer Regierungserklärung. Frau Staatsministerin von Schorlemmer wird über die Pflege von Kunst und Kultur berichten. Dann geht es in die beiden aktuellen Debatten.
die erste aktuelle Debatte, angemeldet von den Koalitionsfraktionen CDU und FDP, setzt sich mit der Finanzierung der freien Schulen auseinander. Es gibt ein Angebot für die freien Schulen, 35 Millionen zusätzlich für diese Übergangszeit, die uns vorgegeben ist. Anschließend muss ohnehin die Finanzierung der freien Schulen vom Parlament und von der Staatsregierung neu geregelt werden. Die zweite aktuelle Debatte, angemeldet von der Linkspartei, die an der Opposition ist, fordert mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe. Ja, meine Damen und Herren, und dann ganz viele Gesetze, 5 Gesetzentwürfe. Die allermeisten befassen sich damit, dass wir Bundesrecht an Landesrecht anpassen oder Bundesrecht in Landesrecht umsetzen. 2 Gesetze will ich hervorheben. Das eine, das Wiederaufbaubeschleunigungsgesetz. Es soll den Wiederaufbau nach dem Hochwasser beschleunigen und greift dann in andere Gesetzgebung für Wassergesetz, Denkmalschutzgesetz und anderes ein. Und das zweite, ein neues Waldgesetz oder eine Novelle des Waldgesetzes eingebracht von CDU und FDP. Hier geht es insbesondere um Anpassung an Bundesrecht, aber auch um eine Aufgabenzuordnung und neue Aufgabenzuordnung für unseren Staatsbetrieb Sachsenforst. Auch am Donnerstag tritt das Plenum zusammen. Welche Themen stehen dann auf der Tagesordnung? Die erste aktuelle Debatte ist angemeldet von der SPD-Fraktion. Sie setzt sich kritisch mit den Eckpunkten der Staatsregierung für den neuen Doppelhaushalt 2015-2016 auseinander. Dort ist ja wieder eine hohe Investitionsquote in Infrastruktur vorgesehen. Die SPD möchte einen Teil der Mittel aus Investitionen in Infrastrukturen, also in Straßen, Brücken und anderes mehr, umlenken in die Bildung. Ja, und die zweite aktuelle Debatte kommt von der anmeldenden Fraktion Grüne. Hier geht es um die Umsetzung des sächsischen Asylkonzepts. Die praktische Umsetzung bewegt die Grünen, insbesondere eben auch der Umgang mit Zuwanderung. Ja, dann sind wir nochmal bei Gesetzentwürfen. Wir haben an 2 Tagen 7 Gesetze zu beschließen. Das eine ist, das ist eine Novelle des Architekten- und Ingenieurgesetzes. Hier geht es insbesondere darum, wer die Sachverständigen benennen kann und wie sich die Berufspflichten am Schluss ausformen lassen. Und das zweite Gesetz, das wir hoffentlich beschließen, beschäftigt sich mit einem Zukunftssicherungsfonds. Den möchten CDU und FDP einrichten. Hier geht es um Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel in schnelle digitale Netze, in Größenordnung von etwa 45 Millionen. Hier geht es um Investitionen in Krankenhäuser und vor allen Dingen auch in die Telemedizin. Danke, Herr Rösler, für die Informationen. Wir werden an beiden Tagen aus dem Landtag in Dresden berichten. Zunächst haben wir jetzt aber die Wetteraussichten für Sie. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Ich befinde mich bei den diesjährigen Banken Olympics. Hier sehe ich auch schon die Blaue Bank. Was sagt die Blaue Bank zu ihrer Platzierung? Hier haben wir den Sieger. Zum 4. Mal in Folge die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Wie fühlen Sie sich? Hallo Otto, alle Jahre wieder. Wir freuen uns riesig. Und so, meine Damen und Herren, sehen Sieger aus. Bis nächstes Jahr beim großen Bankfest von Focus Money. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Die
Die Weichen für die länderübergreifende Fahrgastschifffahrt im Lausitzer Seenland sind gestellt. Am Dienstag wurde die künftige Betreiberin Marianne Löwer in Senftenberg vorgestellt. Die 31-Jährige wird in der kommenden Saison zuerst mit der Santa Barbara auf dem Senftenberger See fahren. Ab 2015 soll ein weiteres Boot dazukommen, das auch den Kanal zum Geierswalder See passieren kann. Das Schiff wird als Katamaran mit Solarantrieb gebaut, erklärt die Kapitänin. Symbolisch gab es vom langjährigen Schiffsführer der Santa Barbara, Rolf Boten, die Schiffsglocke, von den Landräten ein Steuerrad. Der Vertrag zum exklusiven Betrieb der Fahrgastlinie läuft über 15 Jahre und soll später einmal Routen über 9 Seen in Sachsen und Brandenburg umfassen. Eine positive Bilanz zieht die TA Lauter für das vergangene Jahr. Mit 228.000 Tonnen verbrannten Müll sei die Kapazität ausgelastet gewesen. Zudem konnte mit dem Landkreis Torgau-Oschatz ein weiterer Kunde gewonnen werden, der jährlich rund 15.000 Tonnen Abfälle nach Lauter zur Entsorgung bringt. Auch die Umweltbilanz, die am Dienstag vorgestellt wurde, habe keine größeren Probleme offenbart. Allerdings gab es einen Ausreißer beim Ammoniakausstoß. Ammoniak-Schlupf nennt man das in der Fachsprache. Und als wir das erkannt haben, haben wir die Katalysatoren, an denen man das dann bemerkt, nochmal waschen müssen, und so, dass sich dann diese Ammoniak-Grenzwerte, die leicht überschritten waren, wieder eingepegelt haben auf ein normales Niveau. Autofahrer aufgepasst, ab Mittwoch gilt auf der Straße vor dem Klinikum in Hoyerswerda die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Damit soll die Sicherheit von älteren und beeinträchtigten Fußgängern beim Überqueren erhöht werden. Das Tempolimit gilt von 7 bis 18 Uhr. Die Stadt kündigt auf dem Abschnitt verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Geschwindigkeit an. In der Hoyerswerda Volkshochschule ist seit Dienstag eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden Bilder der Weißwasseranerin Gudrun Zierriegel. Sie benutzt unterschiedlichste Techniken und Materialien wie Öl und Acryl. Auch Seidenmalereien, Frottagen und Collagen hat die Kunstlehrerin in ihrem reichen Repertoire. In der Nacht zum Montag waren erneut Autodiebe in Hoyerswerda unterwegs. An gleich drei Fahrzeugen, einem VW Touran sowie zwei Audi A6 machten sich die Täter zu schaffen. Allerdings gelang es ihnen offenbar nicht, die Wagen zu starten. Aus einem Fahrzeug wurde ein DVD-Autoradio gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unbekannt. Am Dienstag hat die Grundreinigung der Straßen in Hoyerswerda begonnen. Der städtische Bauhof und weitere beauftragte Unternehmen säubern allerdings nur Strecken, die in der Straßenreinigungssatzung festgelegt sind, heißt es aus dem Rathaus. Ende März werden die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Sollten sich dann noch Dreckecken zeigen, können diese am Bürgertelefon unter 456 456 gemeldet werden. Ich hoffe, Sie können in den nächsten Tagen das schöne Wetter genießen, denn für alle, die unter der Woche im Büro sitzen, gibt es schlechte Nachrichten. Am Wochenende sollen Regen und mancherorts sogar Schneeschauer aufziehen. Mehr zu den Wetteraussichten erfahren Sie gleich. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung. Und ganz ohne Gebühren. Jetzt steht die junge Frau neben mir, die zukünftig im Lausitzer Seenland für die Schifffahrt Verantwortung übernimmt, Marianne Löwer. Sie haben das Ganze von der Pike auf gelernt. Ja, das ist wahr. Das ist allerdings richtig. Ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich habe 2000 mit meiner Lehre angefangen in Miltenberg am Main mit der Schule in Duisburg und über den Winter mit der Frachtschifffahrt bei der MSG. Ja. Wo waren Sie bisher eigentlich überall unterwegs? Überall. Den gesamten Rhein, Main, Elbe, Donau, Oder, Küste, rund Rügen. Überall und nirgendwo. Von A bis Z. Von Amsterdam bis zum Schwarzen Meer. Bisher waren es ziemlich große Schiffe. Wenn ich jetzt das mal im Vergleich zur Santa Barbara sehe, wird das eine Umgewöhnung? Ja, aber es ist auch eine Herausforderung, denn die Schiffe, die ich bisher fahren durfte, hatten definitiv andere Technik gehabt, leichtere Technik, da sie auch bedeutend neuer waren.
Und ich muss das auch erst mal lernen auf der Barbara. Mit welcher Vorfreude gehen Sie ran? Mit einer riesengroßen und auch mit einer wahnsinnigen Euphorie, aber auch mit gewisser Vorsicht und Angst ist das falsche Wort, aber Respekt, einer großen Menge Respekt. Für 2015 ist, ich sag mal salopp formuliert, Ihr erstes eigenes Boot angekündigt. Kann man schon mal beschreiben, wie es aussehen wird? Ja, kann ich gerne. Es wird ein Solar-Katamaran sein mit einem Edelstahlrumpf und jede Menge Glasfronten. Leises, lautloses Dahingleiten auf dem Wasser, dadurch, dass man keine störenden Maschinengeräusche mehr haben wird. Und mit einem Panorama-Umblick quasi und einer mittleren Gastronomie drauf. Sie starten vom Prinzip her mit der Schifffahrt auch in die ureigenste Existenz. Mit welchen Erwartungen gehen Sie heran? Mit welchen Erwartungen? Kann man die so groß und so hoch stecken? Nein, niemand weiß, was morgen ist. Ich hoffe, dass die Zukunft hier auf dem Lausitzer Seenland mit dem Tourismus, mit den Tourismusverbänden beider Seiten, Sachsen und Brandenburg, dass da ein gewisser Grundstein gelegt ist und dass man auch sagen kann, ja, die Zukunft ist hier gesichert. Ich hoffe es. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Schüler ab der 8. Klasse, die auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz sind, sollten am Mittwoch zum Berufemarkt nach Kamenz kommen. Von 10 bis 18 Uhr besteht in der Sporthalle des Lessing-Gymnasiums am Flugplatz die Möglichkeit, mit zahlreichen Unternehmern ins Gespräch zu kommen und sich über Ausbildungsberufe in der Region zu informieren. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können auch am Mittwoch wieder von 14 bis 18 Uhr Traumfänger gebastelt werden. Beim Hoyerswerder Spätleseverein wird am Mittwoch Frauentag gefeiert. Los geht's um 14 Uhr. Das Team vom Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizerstraße in Hoyerswerda lädt am Mittwochnachmittag zur Kindermärchenstunde ab 15 Uhr ein. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 15 Uhr sowie um 17.30 Uhr das Drama Diana. Am Abend wird um 20 Uhr zur Vorpremiere des Actionstreifens Nonstop eingeladen. Und im Hoyerswerder Schloss wird am Mittwoch um 18 Uhr eine neue Ausstellung mit dem Titel Mode und Modeobjekte eröffnet. Schüler des Leistungskurses Kunst der 12. Klasse des Burgo-Gymnasiums präsentieren dabei ihre Ergebnisse der letzten 2 Jahre. Nachts klar und trocken, stellenweise Nebel, Tiefstwerte 0 bis minus 4 Grad. Am Mittwoch nach Auflösung einzelner Nebelfelder durchweg sonnig, meist sogar wolkenlos und niederschlagsfrei bei maximal 14 bis 17 Grad. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Finanzierung der freien Schulen in Sachsen. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.